Ich habe mich schon oft gefragt, warum so vieles schiefgegangen ist. Das meiste sich anders entwickelt hat, als er dachte. Jede Nacht sinne ich, was haben wir uns angetan? Wie weit werden wir noch gehen? Zusehen und mächtig dabei stehen. Ein Gefühl, was uns schnell band, überseht, den Verstand für Zweifel, Angst und Hass. Du nicht erwartet, dass die Realität dich täglich trifft. Es entstehen Fragen, pulverisieren dein Ich. Denn wie kann es sein, dass die Erde schon im Sterben liegt und man führt wegen Macht und Geld immer noch Krieg? Sind wir wirklich da, um die Erde zu zerstören, oder sollten wir nicht lieber zu ihr gehören? Und brauchen wir noch wählen gehen, wenn ungewählte Präsidenten sich selbst erheben? Und sind wir wirklich sicher, wenn uns ihre Kameras auch nehmen? Denn ich frag mich den Politiker bei Diäten wirklich ab, wenn man noch in 10 Aufsichtsräte packen. Zu viel Konsum und zu viele Güter, zu viele Drogen, zu viele heiße Gemüter, dazu zu viele Täter, die verursachen Klagen. Nur wo liegt die Lösung für all diese Fragen? Du sprichst von Liebe und bringst deine Frau ins Krankenhaus, doch gib selber nie zu, dass du sie selber haust. Ich sehe diese Leute und frag, warum wollen sie Nachwuchs? Sind selbst schon zu gestresst, doch wollen sich das noch antun, können sich selbst nicht mehr sehen. Erstmal von Deutschland Abschied nehmen und in den Urlaub gehen. Ach, könnte man nur am Zeiger drehen, die alten Zeiten wiederleben. Nun sind sie allein und sehen sich nur wegen Tantiel. Gedrillt aufs Geld verdienen, doch wenn es da ist, nimmt es dir alles. Verändern wird es jeden, der es schätzt, doch ersetzen kann es nur sich selbst. Kontrolle und Spaßgesellschaft in einem Atemzug genannt. Bringen alles zum Wackeln und gehen Hand in Hand mit dem Ziel der Selbstaufgabe, der Flucht in die Zerstreuung. Das Gewissen vernebelt. Wo ist der Drang zum Widerstand? Du hast es selbst in der Hand. Sind die Mächtigsten auf Erden. Sind die Mächtigsten auf Erden. Es sind die, die sich selbst überwinden werden. Zu viel Konsum und zu viele Güter, zu viele Drogen, zu viele heiße Gemüter, dazu zu viele Täter, die verursachen Klagen. Wo liegt die Lösung für all diese Fragen?